Mein Gott, er ist es. Es ist Dracula. Der große Dracula. Warum kann ich ihm keinen Schaden machen? Ja. Ich kann ihm nur Schaden machen, indem ich ihn trete in Fresse. Warum spreche ich so, Coach? Nur weil ich Dracula als Gegner habe, muss ich doch kaum sprechen, oder was? Tja, voll ins Genick getreten. Das war's schon. Vielleicht. Natürlich war es das noch nicht. Hier, das ist ein his final form. Shoryuken! Das war jetzt eine ungewollte Kombo von mir. Au. Ich muss aufpassen. Oh Gott, ich habe schon so viel Schaden. Und tschüss. Voll gegen die Brust getreten. Ja, Daumen hoch für den Kampf. Nein. Dracula, zweite Form. Ja, die eigentliche Form, die zweite Form. Sehr gut. Und viele, viele Lernjuwelen. Nice. Das war der zweite Boss. Aha. Wie das aussieht, wenn Ken sich runterhangelt. Ist hier runter? Wir brauchen noch einen Schalter. Ich muss noch hier einen Schalter irgendwo umlegen, damit. Ja, dieser. Na. Dieser komische Balken sich bewegt. Ist er vertikal steht, nicht horizontal. Nein, das noch. Das noch ein Schalter. Bringt er irgendwas? Jawohl, er bringt was. Sehr schön. Jetzt können wir uns noch den letzten Charakter dann schnappen. Ich denke mal, dass es der letzte Charakter hier in dieser Welt ist. Jetzt bitte rund. Oh Gott, ja, danke. Ich wollte schon sagen, wenn du jetzt nochmal hochgehst, so wie Joker, dann ist aber was los hier. Ups. LOL! Wir kriegen hier noch zwei Charaktere. Ach, geil. Wir kriegen hier noch zwei Charaktere dafür, dass wir anscheinend sämtliche Rätsel hier gelöst haben. Cool. Wie kriegen wir hier? Darain! Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber seit ich mal die Amiibo von Darain trainiert habe, hasse ich diesen Charakter. Was ist das gerade? Ja. Hey! Du fieser Typi, du. Ja. Nosferatu. Shoryuken. Jetzt mit Fire. Nein. Oh Gott. Wird er wieder sein scheiß Nosferatu machen? Oh shit. Nein, jetzt bin ich nein, 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 nein,
Wow, geil. Ich habe überlebt. Boah, Alter. Ich muss schon sagen, ey, Ken, jetzt kick ihn doch mal raus. Da rein, aka Robin, kämpft nun mit. Sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich mit da rein kämpfen. Gegen den Richter. Machen wir das doch mal. Darin! Aber der heißt nicht Darin, der heißt Robin. Ja, warum? Warum der hier in Smash Bros. Ausgerechnet? Das ist glaube ich der französische Name. Warum er hier jetzt seinen französischen Namen hat? Das werden wir wohl niemals verstehen. Im Englischen als auch in der deutschen Variante von dem Fire Emblem Spiel, wo er vorkam, heißt er Robin. Vielleicht gefällt Sakurai auch der Name Darin einfach besser als Robin. Man weiß es nicht. Er weiß schon, was in Sakurais krankem Hirn vorgeht. Also, krankes Hirn im positiven Sinne. Wow! Alter, der Panzer hat ihn noch erledigt, jawohl. Der Richter kämpft nun mit. Ohne Sakurai und sein Team hätten wir nicht diese geile Spielserie. Oh ja. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wir scheinen alle Rätsel gelöst zu haben. Wir haben alle Kanonenkugel verbraucht. Der Boss ist geplättet. Sehr gut. Nichts wie weg hier und ab ins nächste Areal. Doch vorher stellt sich uns eine Nimbusgarde in den Weg. Oh ja, Nimbusgarde. In der Legend of Zelda knallharte Gegner. Darin, dann schwer das zu kurz. Wow, Alter! Holy moly! Combo aus Down Air und Up Air. Oh. Heftig. So, was erwartet uns jetzt hier? Oh, meine Güte. Crazy Hand. Das ist jetzt wieder so ein Labyrinth oder was? Ich bin gespannt, ob wir jetzt, wenn wir jetzt weiter nach Norden durchschlagen, ob es dann auch jetzt wirklich das Finale sein wird. Ich hasse Mega Man. Wow. Also, ich habe nichts gegen Mega Man. Ich hasse es nur, gegen ihn zu kämpfen. Nicht, dass die Mega Man-Fans hier wieder was in den falschen Hals kriegen.
als Crazy Hand. Nö. Ich möchte da. Darkrai. Darkrai. Könnten wir jetzt mal spielen. Wissen wir was? Wir überlassen das mal dem Zufall. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht so gemacht. Oh Gott. Marv. Jetzt mit Marv kämpfen. Großartig. Oh fuck, ich habe oben rechts was gesehen. Und zwar, dass die Stage wohl vermutlich... Ja, süße Träume. Ach, Gott, nö. Oh, also, Alter. Jetzt muss ich hier. Muss ich hier immer im Sprung bleiben? Und ich nicht einpenne. Ja, mach Schaden, Marv! Ach, Marv, ey, du springst zu hoch. Dein Sprungstil, der passt sich nicht meinem Stil an. Oh, yes! Da hat Quajutsu zu lange gewartet. Konnte ich mit dem Front Smash noch nachsetzen. Ach, wieder eine neue Einrichtung. Dr. Stewart. Komischer Doktor aus der F-Zero-Reihe. Ach, der hat jetzt auch noch Item-Anziehung und heilt sich dann die ganze Zeit in diesen Items. Doch, wie fies. Cool, ich habe ihn mit dem Smash vergiftet. Nur die Aktivitäten Dr. Stewart benutzen bzw. besuchen. Aber habe ich keinen Bock drauf. Jetzt geht es gegen Crazy Hand. Mal wieder. Oder was macht er? Ah, nö. Ich habe mal wieder Bock mit Daisy zu kämpfen. Judas. Nein! Was ist denn los, ey? Crazy Hand schiebt mich dauernd weg. Oh, yes. Nochmal. Aufschlag! Bitch! Oh, mach wieder seinen Wrestling-Move!
Haha. Oh oh. Hahaha. Ausgetrickst. Penner. Und zack. Nochmal. Und den kleinen Finger gebrochen. Du sagst es, Daisy. Was ist das hier für eine Welt? Ist das aus irgendeinem Spiel? Falls ja, sagt mir das überhaupt nichts. Kann ich die Truhe hier schnappen? Das ist ziemlich verwinkelt hier. Ist noch eine Truhe? Jetzt hier lang. Pandora. Na gut, ich würde sagen, wir kämpfen nochmal gegen, also noch gegen Despota, schnappen uns die Truhe und dann mache ich eine kleine Pause von der Aufnahmesession, weil ich habe noch ein bisschen was anderes zu tun. Dann haben wir wenigstens mal wieder ein paar Parts, Smash Ultimate World Flight. Wow! King K. Rool ist noch dicker geworden! Gut, wir haben es schon mit fetteren King K. Rools zu tun gehabt. Alter, wie krass. Daisys Hintern hat King K. Rool gestage-spiked. Oh. Ja, der Atomhintern von Daisy und Peach ist nicht zu unterschätzen. Alles klar, liebe Leute. Ich mache dann hier wieder eine Aufnahmepause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und denkt daran, immer schön zocken. Ciao!